Es war einmal in einem weit entfernten Land, da lebten zwei beste Freunde in benachbarten Häusern. Ihre Namen waren Kai und Gerda. In den kalten Winternächten waren der größte Spaß für Kai und Gerda die Märchenstunden mit Kais Großmutter. Wo kommen der Schnee und die Kälte her? Fragte Gerda. Von sehr weit weg, antwortete die Großmutter und begann, ihre Geschichte zu erzählen. Es war einmal ein Königreich, das von Schnee und Eis bedeckt war. Die Schneekönigin lebte alleine in ihrem Schloss aus Eis, das sie selber mit ihrer Magie geschaffen hatte. Die Schneekönigin war wunderschön und so pur wie Eis. Aber die Schneekönigin hatte ein kaltes Herz und sie hatte viele magische Objekte in ihrem eisigen Schloss versteckt. Der Eisspiegel war eines dieser Objekte. Durch den Eisspiegel beobachtete die Schneekönigin alles, was in der Welt vor sich ging. In diesem Moment sah Gerda die Schneekönigin vor dem Fenster. Kai, Großmutter, es ist die Schneekönigin. Sie beobachtet uns durch das Fenster. Das ist bestimmt nur die Katze, die in der Kälte friert. Kann die Schneekönigin wirklich hierher kommen? Lass es sie doch versuchen. Ich würde sie so schnell in den Kamin schubsen, dass sie schmelzen und zur Wasserkönigin werden würde. Durch den Eisspiegel sah die Schneekönigin ihnen zu und hörte Kais Worte. So. Du wirst mich in den Kamin werfen und mich zur Wasserkönigin machen, ja? Eiskristalle, fliegt durchs Land, findet diesen Jungen und macht seine Augen und sein Herz zu Eis. Lasst seinen Blick auf alles eisig sein und alle Liebe aus seinem Herz verschwinden, befahl die Schneekönigin ihren Eiskristallen. Plötzlich begann ein Schneesturm vor Gerdas Haus. Die Eiskristalle wirbelten auf Gerda zu. Kai öffnete das Fenster, da er neugierig war und sehen wollte, was vor sich ging. Gerda schrie, Kai, stopp! Aber es war zu spät. Ah, etwas hat mein Auge gestochen. Ah, mein Herz! In diesem Moment wurde der Fluch der Schneekönigin wahr und die Eiskristalle drangen in Kais Augen und Herz ein und verwandelten ihn in einen anderen Menschen. Gerda fragte ihn, was passiert war, aber Kai schrie sie an. Nichts, mir geht's gut. Lass mich in Ruhe. Das war seltsam. Kai war noch nie so unfreundlich zu Gerda gewesen. Sie konnte nicht verstehen, warum er sich plötzlich so verhielt. Am nächsten Morgen war Kai immer noch so schlecht gelaunt. Als Kai seinen Schlitten in den Garten zog und Gerda ihn fragte, wo er hinging, maulte er sie wieder an. Er sprang auf seinen Schlitten und fuhr davon. Gerda lief ihm nach, aber konnte ihn nicht erreichen. Plötzlich tauchte die Schneekönigin aus dem Nichts auf ihrem Schlitten auf und Kai folgte ihr. Gerda war so erstaunt und sie konnte nichts tun, als sie beide aus ihrer Sicht verschwanden. Die Schneekönigin nahm Kai mit zu ihrem Eisschloss. Gerda verbrachte Tag um Tag an ihrem Fenster und wartete darauf, dass Kai wiederkam. Tage und Monate vergingen und schließlich war der Winter vorbei, aber Kai war noch immer verschwunden. Als sie es nicht mehr aushalten konnte, beschloss Gerda, Kai suchen zu gehen. Sie nahm den Spiegel, den ihre Großmutter ihr hinterlassen hatte, und ging hinaus ins Land, um ihren besten Freund zu finden. Gerda kam durch viele Städte und fragte jeden, an dem sie vorbeikam, ob sie Kai gesehen hatten. Schließlich kam sie am Ufer eines Flusses an. Sie sah sich um, aber es war niemand zu sehen, den sie nach Kai fragen konnte. Sie fragte den Fluss, aber bekam keine Antwort. Plötzlich landete eine Möwe neben ihr. Der Fluss kann dir sicher helfen, aber zuerst musst du ihm ein Geschenk machen.
Gerda nahm ihre liebste Halskette hervor und legte sie auf die Wasseroberfläche. Plötzlich geschah etwas Wunderliches und aus dem Nichts erschien ein Boot direkt vor ihr. Gerda dachte sich, dass dem Fluss ihr Geschenk gefiel und dass er ihr einen Gefallen tun wollte. Sobald sie in das Boot stieg, begann es von alleine loszufahren. In diesem Moment flog eine Krähe über sie hinweg. Es war, als wollte sie Gerda etwas mitteilen. Also folgte sie der Krähe. Sie lief der Krähe für eine Weile nach, bis sie das Eismeer erreichten. Mitten im Eis steckte ein Piratenschiff, das seit langem dort gewesen sein musste. Die Krähe flog zu dem Schiff und setzte sich nieder. Gerda folgte ihr in ihrem Boot und kletterte auf das Schiff. So komme ich also zum Schloss der Schneekönigin mit diesem Piratenschiff? Piraten erschienen an Deck und einer von ihnen, ein Piratenmädchen, kam auf Gerda zu. Du gehst, wo immer wir hingehen. Und das ist nirgendwo. Zur gleichen Zeit versuchte die Schneekönigin Kai alles aus seiner Vergangenheit vergessen zu lassen. Sie hatte Erfolg, bis zu einem gewissen Punkt. Aber was auch immer sie tat, Gerda verschwand nicht aus Kais Gedächtnis. Gerda? Gerda? Bald wird dein Herz zu Eis werden und du wirst dich an nichts mehr erinnern. Als das Piratenmädchen hörte, dass Kai im Schloss der Schneekönigin gefangen war, sagte sie Gerda, dass sie ihn besser vergessen sollte, da es keinen Weg gab, ihn von dort zu befreien. Ich werde ihn nicht vergessen. Er ist mein bester Freund, antwortete Gerda. Das Piratenmädchen konnte Gerdas Hartnäckigkeit nicht verstehen. Sie wollte, dass Gerda bei ihr blieb und ihre Freundin würde. Aber Gerda war fest entschlossen, Kai zu finden. Ich werde ihn retten, koste es, was es wolle. Weil sie keine Freunde hatte, war das Piratenmädchen von Gerdas Entschlossenheit beeindruckt und beschloss, ihr zu helfen. Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, brachte sie Gerda ein Rentier. Es war das schnellste Rentier im ganzen Schneekönigreich. Und sie würde Gerda den Weg weisen. Versprich mir, dass du diese eisige Hexe besiegst. Damit wirst du auch unser Schiff retten. Ich verspreche es. Ich werde dir den Gefallen zurückzahlen, antwortete Gerda. Gerda ritt auf dem Rentier davon. Sie musste herausfinden, wie sie die Schneekönigin besiegen konnte. Das Rentier würde es ihr zeigen. Nach langer Reise hatte sie den Nordpol erreicht. Ein weiser alter Mann begrüßte sie. So, du hast also endlich den Spiegel mitgebracht. Gerda verstand nicht, woher der Mann von ihrem Spiegel wusste. Aber sie wusste, dass sie am richtigen Ort war. Also nahm sie ihren Spiegel hervor und zeigte ihn dem Mann. Ich soll die Schneekönigin hiermit besiegen? Dies ist ein magischer Spiegel. Er zeigt dir die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Sogar, wenn sie tief im Innern versteckt ist. Da nichts stärker war als wahre Liebe, war die wahre Stärke in uns allen Liebe. Dank des Waisenmannes fand Gerda heraus, wer die Schneekönigin war. Wenn sie die Wahrheit ans Licht bringen konnte, konnte sie ihn besiegen. Denn früher war die Schneekönigin ein warmherziges Mädchen gewesen, mit einem Herzen voller Liebe. Wo immer sie den Fuß hinsetzte, würden Blumen sprießen und ihre Augen strahlten heller als die Sonne. Sie war ein außergewöhnliches und fröhliches Mädchen namens Lila. Aber alle dachten, sie wäre eine kleine Hexe und niemand wollte mit ihr spielen oder auch nur mit ihr reden. Weil sie so alleine war, wurde Lila sehr traurig und bitter. Sie begann jeden und alles um sie herum zu hassen, bis sie eines Tages einen Wunsch äußerte. Jeder, der zu mir gemein ist, soll zu Eis erstarren. Dann baute sie ein Schloss ganz aus Schnee und Eis und lebte darin, weit entfernt von der Stadt, ganz alleine und ohne Liebe und Freunde. Gerda kam am Schloss der Schneekönigin an und trat ein. Sie sah Kai in einer Ecke, wie er eine Eisskulptur baute.
Da bist du ja. Ich habe dich gefunden. Kai, ich bin's, Gerda. Erinnerst du dich nicht? Kai sah Gerda an, aber er erkannte sie nicht. Sein Herz, wie alles andere hier, ist zu Eis erstarrt. Gerda achtete nicht auf das, was die Schneekönigin sagte. Lass ihn los! Er gehört jetzt zu mir. Ich werde dich auch zu Eis erstarren lassen. Nein, das wirst du nicht. Kai, ich liebe dich. Kai begann sich langsam zu erinnern. Gerda, ja, ich erinnere mich. Wütend schwang die Schneekönigin ihren Zauberstab und der Eisfluch entfaltete sich aus seiner Spitze. In diesem Moment nahm Gerda ihren Spiegel heraus und hielt ihn gegen den Fluch. Als der Fluch den Spiegel traf, verschwand er. Und der Moment war gekommen. Die Schneekönigin sah in Gerdas Spiegel, aber sie sah nicht sich selber, sondern das Gesicht eines kleinen Mädchens. Lilas Gesicht. Plötzlich wurde die Schneekönigin wieder zu dem lieben und netten Mädchen, das sie früher gewesen war. Sie war wieder Lila. Vielen Dank. Jetzt weiß ich wieder, wer ich wirklich bin. Und ich bin wieder frei. Lebe wohl. Kai und Gerda sahen einander an und lächelten. Von jetzt an würden sie nie wieder getrennt sein und sie würden zusammen weiter wachsen. Genau wie die Rosen, die sie in ihren Vorgärten gepflanzt hatten. Es war einmal vor langer Zeit ein glückliches Ehepaar. Sie wollten so gerne ein Baby haben, aber leider war es für sie einfach nicht möglich. Eines Tages ging die Frau zu der alten Hexe. Sei nicht traurig, meine Liebe. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nimm diesen Samen und pflanze ihn ein. Habe Geduld und du wirst überrascht sein. Die Frau war sehr erfreut und bedankte sich vielmals. Als Dankeschön gab sie der Hexe etwas Geld. Dann lief sie sofort nach Hause und pflanzte den Samen in einem Blumentopf ein. Geduldig beobachtete sie den Blumentopf. Bald begann eine tulpenähnliche Blume aus dem Topf heranzuwachsen. In diesem Moment dachte die Frau bei sich: Was für eine schöne Blume! Die Blüte war noch geschlossen. Die Frau lehnte sich herüber und küsste sie. Kurz danach begannen die Blütenblätter sich zu öffnen. Und in der Blume saß ein Kind. Sehr erstaunt hob die Frau vorsichtig das winzige Mädchen aus der Blume. Du bist ja kaum so groß wie mein Daumen. Ich werde dich Däumelinchen nennen. Sie machte ihr ein Bettchen aus einer Walnussschale. Die Matratze waren lila Blätter und die Zudecke war aus Rosenblättern. Däumelinchen gefiel ihr neues Leben sehr. Nachts schlief sie in ihrem winzigen Walnussschalenbett. Und tagsüber spielte sie auf dem Tisch und sang ihre Lieblingslieder. Eines Nachts, als Däumelinchen tief in ihrem Bettchen schlummerte, erschien ein hässlicher Frosch am Fenster. Er sah das winzige Mädchen in der Walnussschale schlafen. Quack! Oh, was für ein winziges und schönes Mädchen du bist! Du wärst eine tolle Freundin für meinen Sohn! So schnell er konnte, schnappte sich der Frosch die Walnussschale und hüpfte aus dem Fenster. In der Nähe des Hauses war ein Teich. Dort war das Haus, in dem der Frosch und sein Sohn lebten. Der Sohn des Frosches war genauso hässlich wie sein Vater. Als er das winzige Mädchen sah, das sein Vater ihm gebracht hatte, quakte er aus voller Kehle. Quak, quak. Hör auf zu quaken. Du wächst noch das Mädchen auf. Wenn sie aufwacht, wird sie davonlaufen. Der Vater und sein Sohn beschlossen, für das Mädchen ein Plätzchen einzurichten, wo sie leben konnte. Vater Frosch hatte eine Idee. Lass uns das Mädchen auf eine Seerose im Teich setzen. Wenn sie von all dem Wasser umgeben ist, kann sie nicht davonlaufen. Quak!
Der Frosch nahm Däumelinchen und ihre Walnussschale und setzte sie auf eine der Seerosen. Am Morgen wurde Däumelinchen von der Sonne geweckt, die ihre Nase kitzelte. Als sie bemerkte, dass sie nicht zu Hause war und das ganze Wasser um sich herum sah, begann sie zu weinen. Wo bin ich? Der Frosch und sein Sohn kamen zu Däumelinchen herübergeschwommen. Hier ist dein neuer Freund. Ich habe ein tolles neues Zuhause für dich vorbereitet, tief in den Gewässern des Teichs. Der Vater und der Sohn nahmen Däumelinchens Walnussschalenbett mit sich, schwammen davon und ließen sie allein auf der Seerose zurück. In diesem Moment schwammen ein paar Goldfische vorbei, die gehört hatten, was der Frosch gesagt hatte. Sie mochten es gar nicht, dass der alte, hässliche Frosch ein so liebes Mädchen wie Däumelinchen unglücklich machte. Sorge dich nicht, kleines Mädchen. Wir werden dich retten. Gemeinsam knabberten die Fische die Wurzel durch, mit der die Seerose am Grund des Teichs festgewachsen war. Losgelöst wurde die Seerose nun von der Strömung davongetragen. Als sie den Bach entlang glitt, wurden die Vögel auf Däumelinchen aufmerksam. Wie wunderschön und winzig sie ist! Auf ihrem Weg flog an ihr ein dicker Maikäfer vorbei. Er schnappte sich Däumelinchen und landete auf einem Baum. Däumelinchen war noch nie in solcher Höhe gewesen und war sehr ängstlich. Was für ein Käfer bist du? Und warum hast du mich hierher gebracht? Ich bin ein Maikäfer. Ich habe noch nie einen Käfer wie dich gesehen, also wollte ich dich meinen Freunden zeigen. Kurz darauf kamen all die anderen Maikäfer, die auf dem Baum wohnten, herbei, um Däumelinchen zu betrachten. Sie gaben sich Mühe, es nicht zu zeigen, aber all die anderen Maikäfer waren sehr eifersüchtig, weil sie so wunderschön war. Haha, du siehst ja witzig aus. Wie komisch. Es hat noch nicht mal Flügel. Wie hässlich. Ich kann mir das kaum ansehen. Du kannst gehen, wenn du willst. Wir wollen so einen hässlichen Käfer nicht bei uns haben. Däumelinchen verbrachte den ganzen Sommer alleine. Wenn sie durstig war, trank sie die Tautropfen von den Blumenblättern. Lange Zeit verging und das Wetter wurde kühler. Weil Däumelinchen nur Sommerkleidung anhatte, wurde ihr sehr kalt. In der Ferne sah sie ein Feld. Das Feld war von Stroh bedeckt. Nach einem langen Marsch erreichte Däumelinchen das Feld. Unter all dem Stroh fand sie das Zuhause einer Feldmaus. Weil sie so hungrig war, klopfte Däumelinchen an die Tür und fragte die Maus nach etwas Korn. Die freundliche Feldmaus bat sie herein. Sie trat ein und aß alles Essen auf, das die Feldmaus ihr anbot. Die Maus mochte Däumelinchen sehr. Wenn du mir jeden Tag eine Geschichte erzählst, darfst du bis zum Ende des Winters bei mir wohnen. Däumelinchen war sehr erleichtert und nahm das Angebot dankend an. Heute kommt mein Nachbar vorbei. Sein Haus ist noch schöner als meins. Wenn du mit ihm gehst, wird es dir sehr gut gehen. Aber sei dir bewusst, dass er nur sehr schlecht sehen kann. Du wirst ihm deine besten Märchen erzählen müssen, um ihn zu beschäftigen. Nach kurzer Zeit erschien, mit samtigem Fell auf dem Rücken, der Maulwurf. Däumelinchen mochte den Maulwurf nicht besonders, aber sie wollte ihn nicht enttäuschen. Also erklärte sie sich bereit, ein Lied für ihn zu singen. Flieg, flieg, flieg zur Marienkäferhochzeit. Morgen kauft Mami dir ein neues Kleid. Obwohl er sie kaum sehen konnte, mochte der Maulwurf Däumelinchen sehr und beschloss, sie mit sich nach Hause zu nehmen. Ich kam hierher durch einen Tunnel, den ich selbst gegraben habe. Wenn du magst, können wir dadurch zurückgehen und ich kann dir mein Haus zeigen. Däumelinchen zögerte ein wenig. Aber die Feldmaus nickte ihr zu, also nahm sie das Angebot des Maulwurfs an. Sie machten sich zusammen auf den Weg. Auf ihrem Weg sahen sie eine Schwalbe leblos auf dem Boden liegen.
die Flügel zu den Seiten ausgestreckt. Ihr Kopf und ihre Füße waren unter den Federn versteckt. Dieser Vogel war noch nicht hier, als ich vorhin hierher kam. Er ist wahrscheinlich gerade durch das Loch hier reingefallen. Däumelinchen erinnerte sich an die Vögel im Wald und wie sie über ihrem Kopf hinweggezwitschert hatten. Sie konnte es nicht ertragen, einen von ihnen so zu sehen, und sie wurde sehr traurig. Ohne dass der Maulwurf oder die Feldmaus es sahen, drehte sie sich zu der Schwalbe und gab ihr einen Kuss. Dies könnte einer der Vögel sein, die für mich im Sommer gesungen haben. Wenn das so ist, dann verdanke ich ihm sehr viel. Komm schon, Däumelinchen, wir warten auf dich. In dieser Nacht konnte Däumelinchen nicht schlafen. Aus dem Stroh strickte sie eine Decke. Sie schlich zu dem Tunnel und legte sie über die Schwalbe. Sie befeuchtete das Blatt, das sie als Decke benutzte, und legte es über den Kopf des Vogels. Ich hoffe, es geht dir bald besser, meine Liebe. Am nächsten Tag ging Däumelinchen wieder zu der Schwalbe und sah mit Freude, dass ihre Augen geöffnet waren. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Du hast dich so lieb um mich gekümmert. Es geht mir bestimmt bald besser. Sobald ich gesund bin, kann ich zu meinen Freunden in den Süden fliegen. Es ist sehr kalt draußen. Du solltest noch ein wenig hierbleiben, bis es dir wieder ganz gut geht. Dann ging Däumelinchen und holte etwas Wasser in einem Blütenblatt, das sie der Schwalbe zu trinken gab. Die Schwalbe erzählte ihr, wie sie ihren Flügel gebrochen hatte. Weil sie verletzt war, konnte sie nicht so schnell fliegen wie ihre Freunde, war müde geworden und in das Loch gestürzt. Endlich war es Frühling geworden und die Sonne erwärmte das Land. Die Schwalbe wusste, dass es Zeit war, sich von Däumelinchen zu verabschieden. Möchtest du mit mir in den Wald kommen? Ich würde sehr gerne mit dir kommen, aber die Feldmaus wäre sicher sehr traurig, wenn ich sie verließe. Na dann, auf Wiedersehen, Däumelinchen. Vielleicht treffen wir uns irgendwann mal wieder. Mit Tränen in den Augen sah Däumelinchen die Schwalbe davonfliegen. Der Sommer nahte und Däumelinchen machte sich Sorgen. Jetzt ist es Sommer. Der Maulwurf möchte dich bald heiraten, also sollten wir dir ein schönes Kleid nähen. Wenn der Winter kommt, wirst du mit mir unter der Erde leben, Däumelinchen. Bevor Däumelinchen ihr neues Leben unter der Erde begann, ging sie ein letztes Mal raus ins Tageslicht, um die Sonne zu sehen. Als sie gerade wieder hereingehen wollte, erblickte sie einen Vogel über sich. Als sie heraufsah, sah sie, dass es ihre gute Freundin die Schwalbe war. Däumelinchen erzählte ihr, dass sie den Maulwurf heiraten solle und unter der Erde ohne Sonnenlicht leben müsse. Der Winter ist bald da. Wir werden uns bald auf in den Süden machen. Komm doch mit uns. Du hast mein Leben gerettet. Ich würde es dir so gerne zurückzahlen. Dieses Mal nahm Däumelinchen das Angebot der Schwalbe an. Und gemeinsam flogen sie davon, über Wälder, Seen und Berge, die mit Schnee bedeckt waren. Schon bald kamen sie im Süden an, wo es warm war und die Landschaft wunderschön. Die Sonne schien heller und der Himmel war strahlend blau. Dies ist mein Zuhause. Bitte suche dir die schönste Blume aus. Es ist so wunderschön. Die Schwalbe setzte Däumelinchen in einer Blume ab. Däumelinchen war überwältigt von der Schönheit, die sie umgab. Sie saß in ihrer Blume und sie sah sich voller Bewunderung um. In der Blume saß ein winziger Mann, der so schimmerte, als wäre er aus Glas. Der Mann war die Elfe dieser Blume. Jede Blume hatte ihre eigene Elfe. Er war so groß wie ein Finger, hatte schillernde Flügel und eine goldene Krone auf dem Kopf. Dies war das erste Mal, dass der Elfenmann ein so schönes Mädchen sah, das so klein war wie er. Wie heißt du, schönes Mädchen? Ich heiße Däumelinchen. Die Elfe nahm die Krone ab und setzte sie auf Däumelinchens Kopf.
Wenn du mich heiratest, wirst du die Königin all dieser Blumen sein und wirst ein glückliches Leben leben. Nach all den schrecklichen Dingen, die sie erlebt hatte, war Däumelinchen sehr froh, diesen Antrag von einem so schönen und netten Prinzen zu bekommen. Der Elfenmann berührte Däumelinchens Hand. Und plötzlich wuchsen zwei Flügel auf ihren Schultern. Jetzt war Däumelinchen die Elfenkönigin. Und gemeinsam lebten sie ein langes und glückliches Leben.